Hallo Leute und herzlich willkommen zum Hühnerrundgang November hier bei Bobby's Chicken Farm. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr seht, ersticke ich hier im Herbstlaub und das müsste ich ja normalerweise kostenpflichtig entsorgen bei irgendeinem Kompostierwerk oder bei der Stadtreinigung. Da würde ich dann pro Sack 4-5 Euro zahlen und ich kann euch versprechen, es wären wirklich um die 100 Säcke, die ich da anschleppen müsste. Und das spare ich mir, indem ich einfach das Herbstlaub hier von den Hühnern vorkompostieren lasse und dann später auf den großen Komposter schmeiße, den ihr vielleicht aus anderen Videos kennt. Allerdings, so schön das Ganze auch ist, die Hühner lieben es ja, als Waldrandbewohner hier zu picken und zu scharren, gibt es auch zwei Sachen, die man berücksichtigen sollte. Zum einen haben die Tiere ja jetzt im November relativ wenig Grünfutter und hier wird auch nichts wachsen. Und zum anderen fehlt dann die Möglichkeit eines Sandbades in der Natur oder im Auslauf. Und was ich dagegen getan habe, zeige ich euch jetzt. So, dann machen wir doch mal einen richtigen Rundgang draus. Heute gibt es hier Braumalz. Hier hat ein Bekannter aus der Nachbarschaft Bier gebraut. Fressen die Hühner eigentlich ganz gerne. Das sind so die Reste. Ja, hier war ein bisschen Kartoffelsuppe übrig gestern Abend. So sieht das nun mal aus im Hühnerauslauf. Tränken kennt er ja schon. Ja, die Hühner sind jetzt richtig vollgefressen. Das ist übrigens die Kandidatin, die einige von euch für einen Hahn gehalten haben, beziehungsweise es wurde vermutet, ob es nicht doch ein Hahn ist. Momentan muss ich sagen, sieht es zum Glück nicht so aus, als wäre das hier Hahn Nummer 3. Also die sieht von der Körperform, finde ich, noch aus wie eine Henne. Ja, bleibt abzuwarten, ob die irgendwann kräht oder ein Ei legt. Momentan sind die Hühner alle, bis auf meine alte überlebende Henne, nicht so legereif. Das heißt, ich kriege nur von ihr hier ab und zu ein Frühstücksei. Ja, hier im Hintergrund seht ihr nochmal den kleinen Hühnerstall, den ich gebaut hatte. Der ist leider immer noch nicht in Betrieb, soll ja auch ein Kükenstall werden. Das heißt, vielleicht lasse ich mir sogar Zeit bis zum Frühjahr damit. Dann zeige ich euch aber auf jeden Fall, wie ich da das Gehege baue und so weiter und wie ich das Ding aufstelle. Ja, und dann, da werden wir mal ein bisschen rüber gehen. Hier habe ich jetzt heute ein bisschen Sand reingeschmissen, der ist noch etwas feucht. Die Hühner haben das Ding schon betreten und das soll jetzt vorübergehend erstmal das Sandbad sein für die Hühner. Denn ja, ist ja alles eben voll von Laub und dementsprechend brauchen die auch eine Möglichkeit, wo sie ein bisschen Gefiederpflege machen. Sobald das hier in den nächsten Tagen ein bisschen trockener ist, schmeiße ich noch ein bisschen Kieselgur rein und vielleicht ein bisschen Holzasche. Ja, hier ist natürlich kräftig was los im Laub. Ich habe hier gerade ein paar Weizenkörner reingeschmissen. Dann geht auch immer wieder die Post ab. Dann werden die Hühner auch nicht faul. Na Leute, euch ist es sicherlich schon aufgefallen. Ich habe neue Gummistiefel. Die wurden mir freundlicherweise von der Firma Hisea zur Verfügung gestellt. Die teste ich jetzt seit ein paar Wochen. Ich bin wirklich super zufrieden mit den Dingern. Am besten gefällt mir, dass die eine total stabile Kappe vorne haben. Die haben mich schon mal vor einer Verletzung bewahrt. Vor ein paar Tagen, wo ich mal einen Baum gefällt habe und mir ein Ast draufgeknallt ist. Ja, ansonsten sehr praktisch hinten eine Lasche zum Anziehen. Und besonders gut gefällt mir auch die Kante hier hinten. Zeige ich euch mal. Wenn man sich die Stiefel ausziehen will und die einfach mal voll Matsch sind, dann geht das relativ einfach. Einfach aufsteigen und aus sind die Botten. Also, schaut mal in die Videobeschreibung, da gibt es auch einen Code dazu, wo man ein paar Prozente kriegt. Ich kann die Dinger wirklich jedem nur ans Herz legen. Grünfutter ist natürlich knapp im November und deswegen nehme ich momentan immer solche Keimgläser hier. Da bin ich wirklich sehr zufrieden. Da schmeiße ich einfach 2 Esslöffel Weizenkörner rein, lasse die dann keimen, täglich 2-mal durchspülen hier, einfach so abgießen. Da ist dann so eine Halterung, wo das dann gut drin steht, das Glas so leicht kopfüber und das Wasser läuft dann raus. Die Weizenkörner bleiben feucht, keimen dann. Ja, und das kriegen sie dann ab und zu eben als Vitaminkost.
damit dann auch hoffentlich irgendwann alle anderen Hennen auch Eier legen und nicht nur meine alte Henne hier. Die legt immer noch ganz gut, aber die jungen Hühner leider noch nicht so richtig. Deswegen habe ich ganz schön Hunger. So, wenn man die Weizenkörner ein bisschen zu lange in diesem Keimglas hier lässt, dann kann man Weizengras ernten. $300 Millionen zahlte Deutschland 1927 an das Ausland für importierte 2,5 Milliarden Eier. Ja, wie sieht's da eigentlich heute aus? Das hier ist ja ein Buch von 1927, die Hühnerfarm von Olaf Terp. Ist ganz nett, da geht's eigentlich eher so um den wirtschaftlichen Aufbau eines Geflügelhofes. Ja, ist jetzt nicht ganz so relevant für mich oder für euch, aber ich bin auf eine Grafik aufmerksam geworden, die solltet ihr euch mal rein Interesse halber vielleicht angucken. Vom Bundesinformationszentrum für Landwirtschaft. Die hängen zusammen mit dem BML, also mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Ja, und da seht ihr, wie das so in den vergangenen Jahren seit 2017 sich entwickelt hat mit den Legehennen. Wir sehen also, die Anzahl der Legehennen in Deutschland ist relativ stark angestiegen. Somit auch die Eiererzeugung, wie man sieht. Und der Pro-Kopf-Verbrauch ist seit 2020 ein bisschen rückgängig gewesen. Die Leute haben anscheinend ein bisschen weniger Eier gegessen. Tja, weiß ich nicht. Sind die alle Veganer geworden? Ja, und dadurch, dass wir eben mehr Legehennen haben, aber weniger Eierverbrauch in Deutschland, ist diese Selbstversorgungsquote, die seht ihr hier in Gelb, massiv angestiegen. Das heißt, von ehemals unter 70% sind wir auf 75,7% gekommen. Selbstversorgungsrate heißt, dass die deutsche Eierindustrie sozusagen 75,7% des Bedarfs in Deutschland deckt, heißt aber auch, dass circa jedes vierte Ei, da gab es ja meine Umfrage neulich als Community Post, immer noch importiert wird. Ja Leute, und dann habe ich mal recherchiert, wie viele Eier denn eigentlich heutzutage noch importiert werden aus dem Ausland, und wir kommen auf sage und schreibe über 5 Milliarden Eier, das heißt über doppelt so viel wie vor 100 Jahren. Ja, klar, der Pro-Kopf-Verbrauch an Eiern ist sicherlich gestiegen und so weiter. Aber ich denke, das ist auch ein Grund, weiter bei dem Thema Hühner zu bleiben, um sich einfach mit Eiern selbst zu versorgen. Das ist eigentlich das einzige Nutztier, was wir im Garten stressfrei halten können, ohne dass wir irgendwie gleich sagen, wir müssen jetzt hier einen Schlachthof bauen für Rinder, um das Steak herzustellen für den Grill. Also bleibt mal dabei und bleibt auch dem Kanal treu, und dann sehen wir uns gerne wieder beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.